Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jörg. Willkommen auf meinem Kanal und heute bastel ich wieder für euch. Und hilfst du auch mit Cora? Ja? Okay. Ja, guten Abend ihr Lieben, hier ist euer Jörg. Heute basteln wir wieder im kleinen Loft. Ich habe mir heute mal Tier vorgenommen, was ein Besucherwunsch, nee, Quatsch, Zuschauerwunsch ist. Und zwar, das hat der Ruhe ein bisschen weg, das Tier. Und lebt in Mittel- und Südamerika, ist ein Baumbewohner viele nutzen, wie das Tier heißt, auch manchmal als Schimpfwort, und zwar ist Faultier. Und das fangen wir mal an jetzt. Ich habe ein kleines Mittel, das schon vorbereitet, und zwar Faultiere, die hängen an der Regel immer kopfüber. Ja. Und das Verrückte bei den Tieren ist ja auch, dass selbst das Fell Gegenstrich wächst nach unten hin. Ja. Also wenn du jetzt einen Hund jetzt nimmst, für alle Viere stellst, da hängt ja das Fell so nach unten. Und beim Faultier, dadurch, dass es immer so hängt am Baum, wächst das Fell in die andere Richtung, ne? Also Richtung Rückenlinie. Ne? Und das wollen wir jetzt mal sehen, dass wir das hier hinkriegen. Der Körper wird der Butternut-Kürbis hier, habe ich mir so vorgestellt. Das werde ich gleich hinten dran lassen. Also Faultiere haben ja relativ kurzes Schwänzel. Das wird gleich den Schwanz darstellen hier, der Abschluss von dem Butternut. Und ich will erst mal sehen, dass ich den dann hier so dran kriege, den Körper. So, und da fange ich einfach mal an. Mirko, was guckst du mich so an? Erwartest du einen frechen Kommentar von mir, weil wir heute ein Faultier basteln? Je nachdem, wie es dann aussieht, ob es dein Chef hier wird oder Mirko. Jetzt will ich. Die Frage muss ich dir heute nicht stellen. Ich weiß, dass du schon mal ein Faultier in freier Wildbahn gesehen hast. Ja, das ist wahr. Und zwar mehrere sogar in Amazonasgebiet in Brasilien. Habe ich schon Faultiere beobachten können. Es war wirklich echt göttlich. Man muss wirklich aber auch großes Glück haben, die Tiere eben dort zu sehen, weil die wirklich auch sehr, sehr gut getarnt sind. Es ist immer so, dass in dem Fell selber, da wachsen Algen drin. Das ist, und dadurch wirkt das so grün und dadurch, dass die ja immer im Blätterdach quasi, die halten sich eigentlich in den Bäumen mehr in dem Blätterdach oben auf. Na, und man kann dort im Amazonasgebiet, kannst du nur vom Boot aus was sehen. Na, und da musst du Glück haben, dass es eben wirklich mal so ein Tier am Randgebiet direkt von diesen Flussläufen dort sich so ein Baum ausgesucht hat. Und dann kann man auch so Tiere dort, Faultiere beobachten. Und das hatten wir, das Glück hatten wir mehrmals gehabt sogar. Und da haben wir auch wirklich dann das eine Mal, haben wir wirklich, da hing einer dort. Und der irgendwann, nach 20 Minuten, kriegte der das dann auch mit, das Faultier, dass dort irgendwas auf dem Wasser los ist. Und drehte so ganz langsam dann den Kopf zu uns. Und da konnten wir sogar mal das Gesicht dann wunderschön fotografieren. Aber es hat eben wirklich eine ganze Weile gedauert. Und wie gesagt, denn ihre Lebensweise ist sehr ruhig und sehr langsam. Ja, also das ist ganz einfach, denn ja, die fressen ja hauptsächlich, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Faultieren. Du hast immer dieses Zweifingerfaultier und dann immer das Dreifingerfaultier. Und die haben auch ein bisschen von der Ernährungsweise ein paar Unterschiede drin. Und zwar das Dreifingerfaultier, das ernährt sich hauptsächlich von Blättern, die ja auch nicht so sehr nährstoffreich sind letztendlich. Das Zweifingerfaultier, das frisst auch schon mal, wenn es so ein Insekt, einen größeren Insekt kriegt oder auch mal in irgendein Gecko oder sowas. Ne? Ansonsten frisst es auch mal Früchte, ne? Die dann auch nährstoffreicher sind. Ne? Aber das Dreifingerfaultier, was ich heute hier machen will, was ich auch gesehen habe in Brasilien, das ernährt sich nur von Blättern. Und dadurch, dass die nicht so nährstoffreich sind,
braucht das auch bei der Verdauung sehr lange. Also die Nahrung, die das aufgenommen hat, die verbleibt mitunter bis 150 Stunden im Körper, ja, und wird dort aufgeschlüsselt letztendlich. Ne? Und da können die letztendlich, also der gesamte Stoffwechsel geht ganz, ganz langsam vor sich und die können auch ihre Körpertemperatur total runterfahren. Ne? Wenn die hochgefahren wird, dann liegt die mal so bei 32 bis 35 Grad. Ne? Da sind sie aber dann schon viel aktiv. Ne? Also ansonsten Faultiere, wie schon der Name sagt, die schlafen auch sehr viel und ruhen sehr viel, also bis 20 Stunden am Tag. Ne? Das ist schon ganz schön gewaltig. So, ich muss mal noch hier in Dreckeimer holen. Sag mal, Jörg, wenn du sagst, das Zweifingerfaultier frisst auch immer Insekten und ein Gecko, ist das dann schneller als das Dreifingerfaultier? Nee, schneller ist das auch nicht. Wie kriegt denn das ein Gecko? Ja, das ist, wenn das jetzt, also Gecko vielleicht nicht, dann eher vielleicht doch ein Insekt oder so, ne, aber weil das sind ja wirklich relativ langsame Tiere. Ja. Aber in der Regel sind die eher, dass die dann noch Früchte dann eher noch nehmen. Oh, man kann es schon erkennen. Das bist du schon, ne? Krass. Die haben auch eine relativ flache, runde Nase, Faultiere. Und unterschieden werden die ja letztendlich, deswegen nennt sich die ja dann auch so das Zwei-Finger-Faultier und das Drei-Finger-Faultier. Weil das sind diese Krallen, die man dann sieht, die ja letztendlich wie Haken funktionieren, wo die dann eben sich festhalten damit. Ne? Und die haben aber mehr Finger noch, aber nur die drei, beim Dreifingerfaultier sind dann quasi nur die drei mit großen Krallen besetzt. Die anderen Finger sind so minder entwickelt, dass die im Feld sind. Das siehst du, die siehst du einfach nicht. Und bei den Zweifingerfaultieren sind es dann quasi nur zwei mit Krallen besetzt, vorne. Hinten haben die alle beide Arten quasi drei Krallen, ne? Auch solche Haken. Ne? Und die gehören ja, also Faultiere, die gehören ja in die Ordnung oder tun quasi eine Unterordnung bilden, aber von der Verwandtschaft her sind die mit dem Ameisenbär verwandt und mit den Gürteltieren. Ne? Die sind, also gehören zu den zahnarmen Säugetieren. Dann fehlen zum Beispiel eben auch vorne die Schneidezähne. Der Mirko ist das Fünffingerfaultier. Ich hätte ja vor uns erwartet, wo du ihn gefragt hast, ob er es schon gesehen hat, dass er sagt, zu Hause, aber naja. Das traut er sich nicht. Nee, ich weiß. Jörg, das hätten wir alleine drehen müssen. Ja. Und die sind, also Faultiere sind also tag- und auch nachts aktiv. Und wie gesagt, das ist also die Lebensweise ganz ruhig und langsam. Die gehen auch bloß einmal an der Woche runter von ihrem Baum, also die Dreifingerfaultiere. Die Zweifingerfaultiere, die kacken direkt vom Baum runter. Die gehen gar nicht erst runter. Und die Dreifingerfaultiere, die gehen runter, um dann eben dort zu kacken. Aber das ist immer so zwischen 7 und 10 Tagen gehen die nur einmal. Ne? Und das Verrückte ist ja, in den Fell wachsen ja Algen und deswegen wirkt es meistens also ein bisschen grünlich, das Fell. Ansonsten haben die eigentlich so ein braun-graues Fell. Ne? Und in den Fell selber, da leben noch Motten zusätzlich. Ne?
Und durch den Kot, den die Motten abgeben, ist das wie ein Dünger für die Alge wiederum. Und das Faultier, das nimmt quasi ja, die Alge auch beim Putzen mit auf, wenn das es felsig putzt und so. Und da wird das also auch mit Mineralien alles auch sowas versorgt zusätzlich. Ne? Und die Motte selber, die nutzt die Zeit, wenn das Faultier dann endlich mal unten angekommen ist auf dem Boden, hat seinen Kotplatz gefunden, dann kackt das. Das braucht lange zum Kacken. In der Zeit gehen die ganzen Motten aus dem Fell raus, legen ihre Eier in den Kot rein, wo dann ihre Larven sich entwickeln. Und die nächste Generation Motten, die unten schon geschlüpft ist, die kriechen in das Fell rein beim Faultier. Ne? Und die Motten, die jetzt die Eier gelegt haben, die sterben dann ab. Und die neue Generation wandert ins Fell rein. Und so ist es immer dann wieder, ja, peu à peu. Manchmal kommt auch vielleicht mal ein anderes Faultier, gerade wenn Paarungszeit ist oder so, vorbei. Und dann da wird die Mottenpopulation dann auch wieder aufgefrischt, sozusagen, wenn die mal denselben Kotplatz nutzen. Ne? Die Natur ist schon ein bisschen unfassbar. Ja, das ist schon ganz verrückt. Ne? Wenn man das vor allen Dingen dann so erklären muss, ist es schon eine lustige Sache. Ich stelle mir das gerade vor, wenn die dann eher so lethargisch sind, wie das dann bei der Paarung ist. Wenn die dann nochmal einschlafen, oder wie muss man sich das vorstellen? Nee. Wie lange dauert die? 14 Tage? Naja, also, ich weiß, das ist eine gute Frage. Ne? Also das kann ich dir auch nicht ganz genau beantworten, aber ich nehme an, das sind Genießer. Ne? Das dauert eben länger. Hey. Und wie gesagt, Faultiere sind in der Regel Einzelgänger, ne? Und die finden sich wirklich nur zur Paarungszeit zusammen. Ansonsten, wenn jetzt männliche Tiere sich begegnen, mal, kann ja passieren, die können sich auch böse verletzen gegenseitig. Ne? Also die haben trotz alledem, dass sie zahnarme Tiere sind, sind die ersten Backenzähne umgeformt wie zu Eckzähnen. Die haben also relativ lange Eckzähne, haben aber hinten dann ein wenig Backenzähne sind aber in der Lage, weil die müssen ja auch die Nahrung zu verkleinern, ihren Kiefer so zu bewegen. Also nicht so, wie wir kauen, sondern auch so zu bewegen und so die Nahrung zu zermahlen, ne, mit den Backenzähnen. Und die haben eben sehr muskulöse Lippen. Ne? Ich versuche das gerade so ein bisschen auch rauszuarbeiten hier mit ein bisschen Farbe jetzt von Paprika. Weil Faultiere, wenn man die ins Gesicht guckt, ist wirklich ganz süß, die lächeln immer. Die haben immer ein Lächeln im Gesicht. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Also doch steril. Kennst du den Film Zoomania? Ja, doch. Du, wenn er zum Schluss mit dem Rennwagen ankommt. Ne? Das war auch cool. So. Was morgen natürlich die Erdmenschen begeistern wird, das ist natürlich, dass ich heute auch verschiedenes Fell dabei habe. Na, also das ist jetzt hier Ziegenfell. Und das wird ihn natürlich morgen auch völlig begeistern. Ja, und da habe ich von einer Freundin habe ich hier Pferdehaar gekriegt. Das ist ja jetzt gerade im Frühjahr, da geht es ja nur los, dass alle Tiere, die im Winter draußen sind und Winterfell hatten, die verlieren jetzt natürlich das Haar und gerade Pferde, die werden dann auch gestriegelt. Und da hat die ganz herrlich so Pferdehaar mir mitgebracht und das ist natürlich eine geile Sache. Das kann ich natürlich gleich ja nutzen auch für das Faultier. Und das Fell vom Faultier, das wirkt ja auch immer struppig. Ne? Also es ist ja, der hat diesen Morgen riechen hier. So, jetzt haben wir schon erstmal hier dran gebastelt, ne? Das sieht doch schon ganz süß aus eigentlich. Bin am Überlegen, ob ich das Rot hier unten wegmache, weil das sollen die Lippen sein. Das Fell ist scharf. Ja, das sieht schon gut aus. Also das sind die Lippen jetzt hier, das ist das Maul. Das hier unten, das soll eigentlich bloß noch so ein Absatz sein. Das gefällt mir auch nicht so richtig. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen weg. Das sieht ein bisschen aus, dass es nicht ganz so heftig ist.
So, und jetzt müssen wir uns mal hier an die Beine rantrauen hier. Ich muss immer schon mal hier dran stecken. Ganz schön schwer. Was ist denn los, Jürgi? Naja, das ist ein bisschen sehr schwer nach der Innenseite, aus das Brett hier, weil das so ein Quadrat ist, das Brett. Das wird ja jetzt noch ein bisschen schwerer durch die Möhren dann auch. Da muss auf der anderen Seite noch ein zweites Faultier dran basteln. Erdmännchenwippe 2.0. Ja, genau. Das Faultier ist so fett. So sieht das schon besser aus. Die Erdmännchen wird es freuen, noch mehr zu essen. Ja, das da ist so. Da wirklich eine Erdmännchenmöbel. Da hängt das eine dort an der Melone und das andere hängt am Faultier. Genau, das können die morgen alles niedermachen. Das sieht schon wieder besser aus jetzt. So, jetzt gucken wir mal hier in der Beine. Das sind ja auch, die haben unwahrscheinlich... man sagt auch so Gelenktiere, ne? Die haben also unwahrscheinliche Möglichkeiten, ihre Gelenke zu verbiegen. Ja? Gerade bei den Durchhangen durch das Geäst und so, sind die da sehr firm. Und die vorderen Gliedmaßen sind auch länger als die hinteren. Aber ich weiß nicht, ob die reichen dann hinten. So, dann mal gucken wegen der Krallen. Oh, Alter. Das wackelt alles. Sagen wir. Das sieht gut aus. Jetzt. So. Jetzt muss ich mir den erstmal angucken, den Typen genau. Ich finde den total schmuck geworden. Ganz cooler Typ, ey. Die Ohren, also bei Faultieren ist es ja so, dass die Ohren nicht zu sehen sind. Die sind also im Fell drin, die haben kleine Ohren. Und sind dann also wirklich nicht zu sehen, äußerlich. Weil wir vorhin auch gerade die Fortpflanzung hatten, also die Dreifingerfalltiere, die haben eine Tragzeit so von 6 Monaten. Die Zweifinger, die haben 11,5 Monate Tragzeit. Ne? Die kriegen immer meistens nur dann Jungtiere. Manchmal kommen auch die Fragen nach der Lebenserwartung. Also in der Natur, so 12 bis 15 Jahre können die durchaus werden. Wobei, die haben ja auch viele Feinde. Also zum Beispiel der Harpier, das ist ja der mächtigste Greifvogel, den es überhaupt, denke ich mal, gibt. Das ist ein Wahnsinnstier. Der hat ja solche Beine hier, ne? Solche Stämme. Also es ist
Und Krallen hier, solche Krallen. Und die reißen ja quasi wirklich die Faultiere vom Baum runter. Ne? Also das ist unwahrscheinlich. Und dann natürlich, wenn die, also es steht geschrieben, dass 50% der Faultiere, die werden quasi erbeutet, wenn die auf Toilette gehen. Ne? Also wenn die die Bäume verlassen, die Dreifingerfaultiere vor allen Dingen. Na, wenn die runtergehen, da hast du viel, dann eben das Raubtiere, Großraubtiere, die wie Jaguar zum Beispiel auch erbeuten, aber auch große Riesenschlangen. Na, die Anacondas zum Beispiel, die würden die dann auch erbeuten. Und ansonsten können die sehr gut schwimmen, Faultiere, aber eben, wie gesagt, das sind eben, also eine sehr, sehr langsame Lebensweise durch diesen eben unwahrscheinlich langsamen Stoffwechsel, den die haben. Na, ich mache ein bisschen sauber und dann drehe ich euch dann mal um, dass ihr den Typen mal richtig seht. Der sieht nämlich wirklich, wirklich echt geil aus. Ne? Das ist natürlich jetzt hinten die Melone als Beschwerung. Hätte ich nicht gedacht, aber das ist ja, die Stange ist ziemlich dünn hier. Hätte ich doch den anderen Ständer nehmen müssen. Der hätte das wahrscheinlich besser gehalten. Aber so wie der jetzt da hängt hier, ich denke mal, das ist eine gute Sache. Aber ich räume bloß mal ein bisschen weg hier, dass es nicht ganz so wilde aussieht hier. Und dann drehe ich euch dann mal rum. Also ich muss mich bedanken hier bei der Sibylle, die ja dann eben mir das Pferdehaar besorgt hat hier. Das ist wirklich, das ging wirklich echt geil, lässt sich super verarbeiten. So ihr Lieben, jetzt guckt euch den mal an. So sieht er aus. Hier noch ein bisschen Grünes dahinter. Das macht sich ganz gut. Die kommen ja wirklich in tropischen Urwäldern vor. Und ich denke, das passt ganz gut so. Na? Und ja, ich hoffe, ich konnte den Wunsch erfüllen. Mir gefällt er sehr gut, der Typ. Und ich hoffe, dass ich euch damit auch viel Freude machen konnte. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis demnächst mal wieder. Euer Jörg, macht's gut. Tschüssi. Guck mal. Was ist denn das? Den wir lieber machen, gell? Oh Gott, das ist doch nicht. Ja, kleiner Vermehlbaum mit dazu, als Frühstück, ne? Feine. Das ist schon Geselle, hä? Das ist schon gut. Sonne scheint auch schon schön, ne? Was ist denn das für Gerüche, hä? Das sieht aber bloß auf der Straße. Die Tauben sind losgeflogen. Das sieht aber bloß auf der Straße herumsausen, ne? Die Pferde, ne? Und das ist Pferdehaar, hä? Ja, da war ganz nah die Gerüche. Das ist fein, hä? Das ist ja nicht, ne? Ja, das ist schon zu tun. Das ist cool. Das schmecken meine Süßen, hä? Oh, jetzt sieht er immer einen Zicken. Das ist heute Abend, wenn da wieder was zu tun, das ganze Pferdehaar hier rauskehren. Ja. Alles gut, hä? Meine Süßen.